Herzlich willkommen, Leute. Es ist wieder Kriegszeit am Sonntag. Es ist wieder soweit. Endlich Sonntag. Wir drehen durch. Heute relativ spät, 16:19 Uhr, weil viel zu tun mit Projekten auf Arbeit. Und ja, von daher auch nicht viel Zeit. Wir müssen also jetzt einfach raushauen. Aber es ist ja Rush. Rush geht ja schnell, bekanntlich. Ist ja sehr schnelles Mana. So. Okay, gucken wir mal. Wir spielen wieder gegen Mount Olympus. Das ist gar nicht so lange her. Da haben wir gegen die gespielt und konnten uns damals bei Pfeilsalve durchsetzen. Nun gucken wir mal, wie schnell es Mana ist. 39 Angriffe hier mit 4300 Punkten. Wir haben 3,9, also ungefähr 400 Punkte weniger. 56 Angriffe. Naja. Ja, also. Könnte was werden, könnte, ja, könnte. Wenn es dann läuft, wenn es dann läuft. So. Wir haben nur einen Gegner. Ja, wir haben nur einen Gegner. Oh, hier gibt es schon ein Ex-Mitglied. Okay. Na gut. So. Gucken wir mal. Alfrike, Kofu, Carlo und Mutter Nord. Also, ich weiß gar nicht, was mit ihm hier. Ja, genau. Also er ist auch nicht viel besser. Das wird auf jeden Fall anstrengend. Anstrengend wird das. So, lass uns mal überlegen. Also gefühlt muss Carlo und die Mutter weg. Alfrike auch. Und Kofu und der andere Knispel dürfen nicht auslösen, ja. So, das ist ja gefühlt, sag mal, die Monsteraufgabe schlechthin. Macht der Fritze einen Lakaien? Ja, einen Weihsoldaten? Okay, gut. Passt auf. I have a idea. Ja. My English is very good. I have a idea. So. Pass auf, wir nehmen das Stärkste, was wir in Gelb haben, mit. Oder was ich als Kombination der Meinung bin, was cool ist. Jetzt überlege ich aber noch. Hoos. Ich bin am Überlegen, ob wir lieber Drake mitnehmen. Falls die auslösen, um zu blenden, macht doch ein bisschen mehr Schaden. Wir nehmen mal Drake mit, weil Devana macht, glaube ich, ein bisschen weniger. 255, genau. Ja. Macht dabei den Lakai weg. Okay. Wir machen mal so. So. Okay. I have a idea. So, was ist der Plan? Ja, also die Idee wäre jetzt, dass wir quasi, 6 gelbe Steine bekommen, dann eventuell eine Seite einfach wegpflastern. Und wenn das nicht aufgeht, dass wir vielleicht blau bekommen und uns am Leben halten. Also sprich, Krampus ist dafür da, um die Schläge von Kofu und hier dem anderen Knispel da zu fangen und Ariel, um gegebenenfalls zu heilen. Finde es ein mega Plan. Von daher alle gut. So. Ja, und wer hätte es gedacht? Ich habe ein bisschen Truppen gelevelt, ja. Ich habe jetzt Magier auf 11 und so. Ein bisschen gemacht. Ist jetzt im Rush nicht so entscheidend, aber trotzdem toll, finde ich. Ja, ich finde es trotzdem toll. Okay. So, die 5er reicht da, 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 da. So, das heißt, wir brauchen 6 gelbe Steine und oder? Nee, eher und 6 blaue. Komm, wir starten rein hier. Was soll der Geiz? Ich habe nicht mal Kaffee mitgenommen hier. Ja, kannst mal sehen. Ey, das ist so ein. Weiß nicht, wenn du in Projekten hängst, das ist es ein Abfuck. Aber wirklich wahr. So, okay. Wir sehen, dass wir nicht genug Steinchen haben. So, ich könnte oben grün spielen, rechts in Carlo rein. Dann rutscht der Gelbe damit hoch. Dann habe ich oben. Drei gelbe und kann danach unten drei gelbe bauen. Das machen wir mal. Also sprich, wenn ich das so spiele, rutscht. Okay, der geht auch mit weg. Ansonsten hätte ich den jetzt in der Mitte da spielen können. Dann spielen wir den. Blau sehe ich links. So, jetzt ist die Frage.
Was machen wir? Wo gehen wir drauf? Kofu hat schon ordentlich losgelegt. Carlo ist auch schon ganz schön weit. Wir gehen mal auf die. Na. Was ist denn jetzt schlimmer, Carlo oder die Mutter? Was ist schlimmer, Carlo oder die Mutter? Ach komm, wir machen mal da. Wir gehen mal auf rechts, mal gucken. Und mal sehen, ob das überhaupt reicht, ja? So, das war schon mal ein guter Bautz. So, nächste Situation ist aber, so hätte ich natürlich, ich hätte natürlich dann auf links ghosten können, ne? Hätte ich links weggeknallt, hätte ich auf links ghosten können. Jetzt müssen wir kurz mal überlegen. Wenn ich rechts den roten schiebe, geht das in lila, das heißt, blau rutscht einen hoch. Und ich hätte zwei blaue Matches, was erstmal gut wäre. Aber wir spielen das mal so, weil wir wollen ja eigentlich noch ein bisschen Geld bekommen, ja? Ah, okay. Das war nett. Das war auf jeden Fall nett. Den brauchen wir jetzt noch gar nicht anmachen. Wir machen erstmal so. Ja. Okay. Dann machen wir ihn jetzt doch an. Bisschen Angriff verstärken und dann sollten die auch weg sein. Rums. Schön. Okay, das Beste in Gelb verbraten, was wir so haben. Aber immerhin hat es funktioniert. Ist ja schon mal viel wert. Ist ja schon mal viel wert. So, was ist eigentlich mit ihm hier? T-Rider ist der Meinung, er stellt als einzigster einen grünen Tank. Oho. Oho. Na, dann gehen wir da doch mal drauf. Ja. So, die Herren vom See im Rush-Krieg natürlich absolute Pisse. Kofu außen brauchen wir nicht überreden. Den er trifft, der ist sowieso tot. Ludwig, Alfrike, alles klar. So, das heißt, wir gehen in grün. Wir nehmen ihn mit, um Ludwig eventuell seinen Boni wegzuschnabulieren. Ja, in Rot bin ich jetzt auch nicht so die Oberbonze hier. Ah, ba, 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 ba. So. Jetzt lass uns mal überlegen, was können wir denn da noch mitnehmen? Wir gehen rot. Wir gehen auch rot mit. Er geht, glaube ich. Ja, er geht nur auf einen und die Nachbarn brennen. Bin ich unentschlossen, ob ich mit dreimal rot rein sollte. Was machen wir denn? So, pass auf, wir nehmen dann noch El Gazello mit, weil die haben eh kein Blau drin. Dementsprechend brauchen wir nicht den Boni von Kollega. Jetzt könnten wir das so machen. Und würden einen Sturmfang mitnehmen. Irgendwie finde ich das hässlich. Irgendwie finde ich das hässlich. Das finde ich irgendwie hässlich. Grabmacher. Russell. Dann bräuchten wir einen Heiler. Können wir die Sau mitnehmen? Nehmen wir die Sau mit. Und dann ist das schick. So, er kriegt die 5er. Ja, dann kriegt er die 29er. Und ja, ich habe auch rote Truppe levelt. Da habe ich jetzt eine 17er. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Okay.
Könnten natürlich auch Lila mitnehmen. Wenn wir Lila mitnehmen würden, was würden wir da denn? Bei Lila würden wir wahrscheinlich was für El Reflecto mitnehmen, damit Kofu sich selbst rausboxt. Ach komm, wir probieren das so. Oh nein. Ich hasse es. Oh nein. Wie war das hier so bei TikTok und so? Oh no. Oh no, no, no. Irgendwie sowas gab's, ne? Kann das sein? Sowas hatte ich gesagt. Ich hatte gesagt, der und der, ne? Und dann die Sau. Da ist er. Die Sau. So, was hatte ich gesagt? Der braucht die 5er. Der kriegt die 17er und der die 19er. Weil alle haben ihn auch. Und er hat aber auch, er hat ja oben und sowieso die große. Und ja, dann probieren wir es jetzt. Dann probieren wir es jetzt. Okay, wir sind auf der Jagd nach 6 roten Steinen. Wenn Borten sind nicht verhagelt, dann sollten wir 6 bekommen. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Das ist erstmal grundsätzlich gut. So, welche Seite ist denn gefährlicher? Ludwig Alfrike oder Kofu? Kriegen wir es hin, dass wir 3 Steine ghosten können? Nee, irgendwie nicht. Pass mal auf, wir gehen mal dahin. Wir gehen mal dahin. Und das sollte in Gelb gehen und damit sollte Ludwig weg sein. Genau. Okay. Das war ja schon mal nicht schlecht. Problem. Wir können Rot nicht komplett ghosten. Wir können Rot nicht komplett ghosten. Wir können ihr aber einen Stein verpassen. Okay, und wir kriegen ein bisschen Gelb. Das ist erstmal gut. Nein, 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 nicht in Alfrike. Oh Mann, ey. Penner. Ja, warum Penner? Weil, wenn die Gazelle jetzt ausgelöst hätte und die wird natürlich gleich direkt weggemöbelt, ja, es muss so sein. Volle Sau auf die Fresse. Ja. Dann hätten wir jetzt den Kack hier beseitigen können und alles wäre gut gewesen. So, damit haben wir gefühlt dann nichts gekonnt. So, jetzt gehen wir mal drauf mit ihm. Okay, Kofu ist noch nicht geladen. Pass mal auf, wir können das hier machen. Stirb, bitte. Ja. Keine Combo. Na. Ja, ist ja gut. Kling, Tingeling. Das war witzig. Okay. Konnten wir ein bisschen rot spielen. Ist hier noch irgend so ein Experte bei, der irgendwas anderes stellt? Nö. Hier sind aber auch so ein paar ekelhafte Dinger bei, ja? Bäh. Ich hätte den Weihnachtsmann zwar auf die andere Seite gestellt, aber. Was weiß ich schon? Ich habe übrigens vergessen, hier, ja, ich habe vergessen, Mutter Nord reinzustellen. Ja. Feste dir einen Kopf. Feste dir einen Kopf. Nicht schön. Nicht schön. Okay. So, jetzt lass uns mal überlegen. Haben wir noch einen anderen Ludwig hier irgendwo? Nehmen wir ihn nochmal. Ist ja auch quasi bei YouTube, ja. Schöne Grüße, gehen raus. Letztes Mal hatte ich gewonnen gegen ihn. Jetzt bin ich am Überlegen, was könnten wir da mitnehmen? Rot und Gelb, wa? Komm. Komm. Blau und Gelb meinte ich natürlich. So, okay.
Da machen wir die Variante. Ah, das tut ordentlich weh. Und jetzt müssen wir mal gucken. Mal gelb mitnehmen. Brauchen wir quasi Heilung. Ein bisschen Heilung brauchen wir ja trotzdem. Das hilft ja nun mal nicht. Wo ist denn Dondre, der alte Lutscher? Dondre! So, okay, du heilst uns und gibst uns nochmal Mana. Was nehmen wir mit? Was nehmen wir noch mit? Könnte auch was gegen Minions mitnehmen, ja, aber irgendwie wissen wir da gerade nicht danach. Wenn ich natürlich Nebel mitnehmen würde und kriege die vorher an und dann die Special hinterher, na, dann wächst auch kein Gras mehr, ja, aber auf der anderen Seite wächst auch so kein Gras mehr. Wir nehmen mal die Warner mit. Wir nehmen mal die Warner mit. Geben immer die dicke Truppe. So, okay. Ja, zwei blaue Elbe Magier. Ja, hält. Ich hält. So, ich glaube, das reicht, ne? Ich werde es mir nie merken können. Genau, aber bei ihm hatte ich das nicht mitgenommen. Jetzt bin ich aber überlegen. Wie war das gewesen? Ah, jetzt bin ich mir wieder unschlüssig. Ja, nichts ist schlimmer, als dass ich das jetzt verkacke. Die Ölwa bringt 11%. Das müsste doch ohne Mana-Knoten auch reichen, oder? 2. Und ich glaube, dann würde eine 5er reichen. Weil ich will gerne Sobek die große geben. Ja. Ich glaube, das reicht. Wenn nicht, bin ich jetzt wieder der Arsch der Nation. Ja, dann könnt ihr euch im Chat wieder nass machen, wie ich es verkackt habe. Okay. So, ich sehe den Diamanten. Der bringt mir zwangsläufig aber nicht meine 6 Steine. Aber wenn ich verkackt haben sollte, bringt er mir insgesamt. Na, nun mach doch nicht so viel. So. Dann machen wir das auch gleich mal. Ja, na klar, muss der Weihnachtsmann so getriggert werden, dass er auch noch auslöst. Ist ja logisch. Alles andere wäre ja auch scheiße. So. Angriffsdown, super Geschichte. Das wollten wir natürlich nicht. So, jetzt fackeln wir hier erstmal ihn ab. Wie? Nochmal wie? Und nochmal Reed. Ja, und Sobek macht schon Spaß, ja. So, ghosten können wir nicht. Wir können ihn aber auf jeden Fall wegpusten. Damit haben wir zumindest erstmal Heilung. Alles im grünen Bereich. Die Warner ballert mal da drauf. Okay, dann haben wir gelb. Und dann haben wir nicht mehr gelb. Und dann haben wir immer noch gelb. Und dann machen wir es weg. Achso, nee, Sandschaden wird ja reichen, wa? Pop! Über einen Stein gekillt. Ja, bei dem Board, ja. Sorry. Da musst du auch nichts können, ne? Muss man einfach mal so sagen. So, okay, wir haben jetzt 3 haben wir weg, also nochmal 3. Mal gucken hier, was wir hier noch haben, so. Natürlich auch so richtig ekelhafte Ranzengegner bei, ja. Und dieser Khufu, ich weiß gar nicht, ja, ich habe nie, also ich habe ja Khufu nicht und noch nie bekommen, ja, und verstehe es einfach nicht. Ich werde es nie verstehen. Ich werde es nie verstehen. So, was haben wir denn hier noch so? Grün können wir noch ein ordentliches Fund spielen und lila natürlich auch. So, wenn wir grün spielen, was nehmen wir denn da für einen Gegner, wenn wir grün spielen? Hm.
Bräuchten wir aber was zum Boni entfernen, ja? Bräuchten wir was zum Boni entfernen? Hat einer vielleicht zwei blaue drin? Nö. Aber hier so ein Bobo. Ein Bobo. Machen wir mal so ein Bobo. Komm, wir machen mal ein Bobo. Ja? Der fährt immer so witzig auf seinem Fahrrad durch die Gegend, wenn er auslöst. Ja? Und hoffen wir, dass er nicht fahren darf. Wir hoffen, dass er nicht fahren darf. Du, 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 du. Oder nehmen wir Franz mit? Ah ne, wir nehmen Almo mit. Die Kombo ist eigentlich ganz witzig. Okay, gelb können wir nicht mitnehmen. Gelb können wir nicht mitnehmen. Gelb können wir nicht mitnehmen. Ah, aber dann stellen wir Opa Kam woanders hin. So, wir nehmen Lila mit. Und ein Rigat? Angriffsverstärkung noch? Ja, ich bin dafür. Ich bin dafür. Er hat keinen Mana, er hat aber Kostümbonus, na immerhin. Mit Erdida brauchen wir. Er hat 4%, dann reicht, glaube ich, auch eine Kleine. Mann, ich muss mir das unbedingt mal aufschreiben, ja. Ich habe das extra so gemacht, dass ich die jetzt quasi die normalen auf 17 gemacht habe und die hier zum Beispiel auf 12 und die anderen Magier-Dinger auf 11, weil das ist genau die Stufe, dass wenn die irgendwelche Prozente haben über Kostüm oder Wappen oder so, dass ich nicht drüber nachdenken muss, sondern die mittleren Helden Einstein schneller sind. Ja, so probiere ich mir das jetzt aufzubauen, damit ich endlich nicht mehr belächelt werde. Ja. So, ich würde sagen, wir machen das einfach so, ja, in der Hoffnung, dass wir quasi auf die linken Seite grüne Steine finden, also 6, und dann die linke Seite wegflügeln können. Das ist so die Idee, ja, ob das klappt. Okay, ganz so viele Steine sind das erstmal nicht. Von daher müssen wir mal gucken, wir spielen die trotzdem erstmal weg, weil die treffen Bobo zumindest mal hart. Dann spielen wir das, das bringt uns lila und nochmal ein grünes. Nicht, ja, na klar, muss natürlich in Alfrike immer alles reinfliegen, ja. Und sie trifft alle, die nicht geladen sind. Sie trifft alle, die geladen sind. Sie trifft einfach alle, die geladen sind. Ja, Sackstand. Aber wenigstens haben wir Glück und Bobo ist weg, bis Alberich sie wiederholt, ihn wiederholt. Ach Mann, ey. Mega ätzend. Mega ätzend. Okay, so, und das Board ist leer. Das Board ist leer. Wir spielen mal den da. Na, Elfriede wird eh nochmal auslösen. Das ist halt blöd gelaufen. So, holst du Bobo wieder? Nee. Mal gucken, wen sie nun trifft. Ja, klar, wieder vier Leute. Was willst du da sagen, ja? Da fällt dir nichts zu ein. Da fällt dir nichts zu ein. Wie lange hält denn der Rotz eigentlich? 3 Züge, oh meine Fresse. Machen wir den. Und spielen jetzt mal da rein. Wir haben eh verloren, also von daher ist das jetzt auch nicht so tragisch. Irr. Wollt natürlich den da hinten, den grünen Hans Knispel, natürlich nicht so triggern. Na, wenigstens tun sie sich noch ein bisschen selber weh. Ja? Gibt da viel Wert? Ja, na klar. Da, 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 da. So, spiele ich links die Grünen, habe ich das Problem, dass Alberich auslösen wird. Wir haben aber nur einen Zug, weil dann löst er eh aus. Naja, ist gut. Da müssen wir rausgehen.
Da müssen wir rausgehen. Das hat sonst keinen Mehrwert. Das hat sonst keinen Mehrwert. Okay, so, gut, das heißt, wir haben noch zwei. Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Was machen wir mit denen? Zwei haben wir noch. Das ist echt nicht einfach. Echt nicht einfach. Okay, so, wir brauchen aber, wenn wir das jetzt schon so machen, dann ist mein Gefühl, normalerweise spiele ich ja Sif gerne mit Hanitra. Jetzt an der Stelle werde ich wahrscheinlich eher, nehme ich Uraeus. Der macht noch ein bisschen mehr Bumm als June, ne? So, das Mütterchen. Oh, keine Mana-Stufe. Schlampig. Kostümbonus. Jetzt sind, glaube ich, nur 1%, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht. Ist hier Lan in 6 Steinen? Na, hoffen wir mal, wa? Hoffen wir mal. So, also wir haben nur. Kollege, warte mal, wir müssen das anders machen. Wir müssen die Mutter. Wenn wir schon die Mutti mitnehmen, dann müssen wir die wenigstens schützen von Sif. Ja, das müssen wir wenigstens machen. In der Hoffnung, dass wir so viel Geld bekommen, dass wir die Mutti gar nicht brauchen. Na, mal gucken. Ja, genau. Aber so richtig viel Geld bekommen hier. Arschloch. Spielen wir erstmal Lila. Na, dann gucken wir mal, was hier passiert. Nicht viel. Okay, ich verstanden. Ist ja an sich ganz nett. Ja, und Kofu ist einfach mal schon völlig am Start, jo. Alte Drecksschlüppei. Alte Drecksschlüpper. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ihn zumindest mal wegbautzen hier, wa? Weil sonst ist es irgendwie blöd. Wir können natürlich auch gucken, ob er sich selbst tötet, aber. Oh, also wird auf jeden Fall Uraeus, er wird ja alle gefühlt mitnehmen, hier ist das scheiße. Und Khufu hat auch noch den Mana-Boost drauf und alles. Wir machen mal so. Machen wir so. Ja, ist okay. Ich hasse es so. Ich hasse es einfach so. Ich hasse es. Ich hasse es. Okay, habe ich verstanden. Alle Kacke. Hätte ja mal klappen können, aber nee. Das reicht natürlich auch nicht. Ja, dann können wir auch reinspielen, der volle Granate. Wahnsinn. Hat zumindest mal noch einen grünen Stein gehabt. Okay. Immerhin. Ja, und Khufu ist schon wieder am Start. Ja, Khufu ist schon wieder am Start. Das ist völlig klar. Geht auch nicht anders. Wir haben den Mana Slowdown auf den Steinen. Von daher, wenn wir mal so spielen, dass wir zwei ghosten, dann reicht es wenigstens. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob Khufu noch was stehen lässt. Okay, ein bisschen was lässt er stehen. Den Rest hat er sich selbst weggebasht. Weggebasht.
So, was ist denn jetzt schlimmer eigentlich? Eigentlich Alberich, wa? So, dann sammeln wir mal hier ein bisschen Grün. Wir haben nicht mehr so viel zum Schießen da, ne? Ja, er holt natürlich die alte, die Pulli-Alte, ja, holt natürlich auch nichts wieder, ne? Also, geht einfach nicht. Nein, 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 oh. Ah. Es wäre doch alles gut gewesen, ja. Zum Glück holt er niemanden wieder. So. Aber vielleicht noch so rums, das machen wir erstmal links weg. Ich wollte mich gerade sagen, jetzt kriege ich den sogar nochmal geladen und damit ist er definitiv tot. Was passiert? Combo, ba, ba. Fuck off, ey. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, einen wiedergeholt, Wahnsinn. Wahnsinn. Bin begeistert. Rush ist mein neues Lieblingsspiel. So, gut, okay. Rums, rums. Steht noch was? Na klar. Wie vielen? 160. Wir machen mal so. Gucken mal, ob was kommt. Ja, okay, löst aus. Hab ich verstanden. Dann machen wir das mit Grün. Okay. Das war ganz schön knapp zwischendurch. Ja, muss man ja mal sagen. Muss man ja mal sagen. Muss man ja mal sagen. So, oh, guck mal hier, fast Gleichstand. 36 und 42. Das ist aber auch wieder eine knappe Scheiße, ja? So, was ist das hier oben? Wo ist er? Major ist leer. Major ist leer. Komm, dann sind wir mal so nett und probieren mal von Major den Angekratzten hier wegzumachen. Scheiß auf die Punkte. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben zweimal gelb. Das heißt, wir nehmen dreimal lila. Wir nehmen dreimal lila. Nee. Machen wir so nicht. Wir nehmen heute ganz exquisit Satana mit hier. So, und dann haben wir. Nitra, also was war Boni entfernen oder auch nicht, oder Grün haben wir zwei, könnten wir einen roten Sturm fangen, aber irgendwie ist mir heute nicht nach Sturm fangen, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Was denn Blau machen? Passepartout, den haben wir auch schon ewig nicht mehr gespielt. Was haben wir denn noch hier? Wenn wir mit Blau spielen würden. Eine Alice oder eine Glenda? Natürlich auch nicht so schlecht, ja. Dann nehmen wir aber eine Alice mit. Wir nehmen eine Alice mit. Er braucht auf jeden Fall die dicke Truppe. Aber ihr weiß es gerade gar nicht. Ne, die hat die Mana-Stufe noch nicht. Er hat zumindest mal einen Kostümbonus. Cage hat das andere. Gucken wir. Vielleicht können wir ja mit Lepiota ein bisschen die Mutter stressen. Mal gucken. Vorausgesetzt, dass ein paar Steine da sind. Okay, Blau ist auf jeden Fall nicht im Angebot. Blau ist nicht im Angebot. So, da unten kommt Lila nach, das weiß ich genau. Da war ja wohl mal ein bisschen göttlich oder was. Ja, wie gemalt. Nein! Ah. So, wir müssen auf jeden Fall sie rauskicken, weil wenn sie erstmal richtig ins Laufen gekommen ist, dann
ist das echt scheiße. So, und dann gehen wir auf die Mutti, weil die macht mir am meisten Angst. So, jetzt machen wir mal das hier. Das geht zwar in die alte da, aber anders wüsste ich jetzt nicht. Blau ist auch wirklich nicht so viel. Und lila ist jetzt auch nicht mehr so viel. Wir werden mal so spielen, dann können wir nämlich links gehen, die roten auf jeden Fall erstmal an der Mutter vorbei. Jetzt haben wir ein bisschen blau in der Mitte, aber es ist halt auch nur ein bisschen, ja. Wir können das so machen. Dann haben wir blau, was wir ghosten können, wollte ich gerade sagen. Danke dafür. Die alte löst wieder aus und bei meinem Glück weicht die Mutter aus und kriegt auch noch Special Leben. So. Bisschen Heilung hat sie gebracht. Weich nicht aus. Habe ich doch gesagt. Wir haben leider nur zwei blaue, die wir ghosten. Aber zwei blaue, die auch reingehen. Dann machen wir das. Weil wir kriegen jetzt eine Beule. Mann, triggert doch nicht so viel die alte da, ey. Okay. So, die kann schon wieder auslösen. Dann spielen wir da mal drauf. Ja, ausgewichen, natürlich. Okay, so, dann werden wir mal. Ich hoffe einfach, dass es nicht ausweicht, ne? Also, was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ehrlich. War ja eine super Geschichte gewesen, ja. Ah, scheiße, die anderen spielen müssen, nicht den roten mit runterziehen müssen. Dass ich mir zumindest mal blau ranhole. Okay, jetzt ist das zumindest mal weg. Ist das zumindest mal weg. Jetzt ist die Frage, kriegen wir. Wir kriegen beide nicht weggeboxt, solange wir kein Lila haben. Jetzt kam nochmal die. Die Heilung, das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke. Ich mich für die falsche Seite entschieden. Blau. Lila. Irgendwas. Ja. Lass was leben. Ja. Jetzt ist die Frage, weicht die alte wieder aus? Das ist die Frage der Fragen. Nein, tut sie nicht. Weil die muss weg, die behindert uns so. Komm schon. Ah, so, hat also super geklappt hier. Die alte ist natürlich schön ausgewichen hier. Ist ja super. So. Dadurch, dass er auslöst, musste aber seine Zeit neu laufen, richtig? Ja. Okay. Das große Problem ist, ich habe nichts, was ich gegen Hanitra spielen kann. Das ist irgendwie blöd. Da hätte ja jetzt auch einfach mal was kommen können, aber nö. Aber nö. So, das ist ja zum Beispiel schön. Jetzt spielen wir das da. Und die ist weg. Okay. Ja, natürlich immer ja. Was du willst, ist beim Rush Combos. Ist ja gut. Ist ja gut. Okay, so.
Die alte, der kann er ausweichen, ne? Ja, ein Zug. Das heißt, wir müssen was spielen, was jetzt nicht viel macht, weil wir haben Lila zum Ghosten und das wollen wir natürlich danach auch tun. Logisch. Okay, so. Der ist vollgerotzt bis zum Anschlag hier, der Kollege. Ich finde trotzdem, dadurch, dass er heilt, ist er der nervigste, also werden wir ihn jetzt einem geben. So, das hat ihm gar nicht so doll wehgetan, wie ich mir das gewünscht hätte. Ihn nehmen wir raus, hoffentlich. Sehr gut. Jetzt ghosten wir. Wir können auch gerne in ihn reinspielen, weil wir überleben es auf jeden Fall. So, jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal und hauen ihn nochmal auf die Fresse. Okay, habe ich verstanden. Ja, nicht mit dem Commander, wa? Oder wie würde man sagen? Ja, was ist seine Mission? Ja. So, jetzt aber. Ghost nochmal. Keule kommt da hinten gleich wieder, glaube ich. Ja, spielen wir da mal noch durch. Wer weiß, was noch passiert da. Okay, so. Er hat auf jeden Fall viel, viel Leben. Und er kann übel reinhauen. Das heißt, wir machen mal das Schild hoch und pusten jetzt da mal drauf. Er hat viel, viel Leben. Wirklich viel Leben. Viel Leben. Jetzt nicht mehr. Aber gerade eben noch. So, und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir merken schon, Run DMC stresst ganz schön rein hier. Brauchen auf jeden Fall Bordbewegung, von daher ballern wir da mal rein. Vielleicht, ja, kommt Lila nach, genau. Ui! Okay. So. Naja, haben wir einen Clean durchgeführt. Mein Clean wird bestimmt mehr Frau machen. 269, ja, komm. Wollen wir uns nicht beschweren im Rush? 34 und 37. 180 Punkte vorne, das sieht ganz gut aus. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Jo. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag. Wie gesagt, zeitlich bin ich ein bisschen begrenzt, deswegen musste ich mich ja fast ein bisschen beeilen und am Ende hat es doch so lange gedauert, wie es ja furchtbar war. Wenn euch das Video gefallen hat, haut ein Abo raus, lasst einen Daumen da, Kommentar unten rein, was ich wieder für Dreck gemacht habe mit meinen Truppen oder was, dass ich keinen Plan habe. Ist ja nicht schlimm. Immer Ruf auf den Kleinen, ja? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Kriegszeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.